Mit jeweils 76 Punkten gehen Wormatia Worms und Eintracht Trier ins Fernduell um den Meistertitel in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Darüber hinaus geht es um den direkten Aufstieg in die Regionalliga. Worms zeitgleich zu Gast beim SV Gonsenheim. Die Trierer empfangen den FC Hertha Wiesbach. 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer fiebern im Mosestadion mit. Sie dürfen sich mindestens auf die Aufstiegsrunde einstellen. Für die ist Trier nämlich schon sicher qualifiziert. Wir gehen rein in diese Begegnung. Trier in den blauen Trikots, die Gäste aus Wiesbach im gelben Dress. Der Freistoß getreten von Sven König. Wildes Durcheinander im 16er. Felix Fischer mit dem Durchblick. Felix Fischer und Dominik Hinscher, die neuen Impulse in der Startelf nach dem 3:0 Auswärtserfolg in Mechtersheim. Knappe und ereignislose halbe Stunde gespielt. Lukas Mittermüller mit dem Freistoß. Der ist gut! Schock für die Gastgeber und neuntes Saisontor für Mittermüller, der die Wiesbacher in diesem Sommer verlassen und zur Spielvereinigung Quierschied in die Saarlandliga wechseln wird. Ein Freistoß wie gemalt. Mit so einer Kurve verabschiedest du dich gerne aus dem letzten Spiel. Einige Minuten später, Trainer Josef Tschina sieht die gelbe Karte wegen Meckerns. Die Luft auf dem Weg zum direkten Aufstieg wird dünner in Trier. Denn Worms führt zu diesem Zeitpunkt schon mit 2:0 in Gonsenheim. Aber auch mit dünner Luft lässt es sich noch atmen. 42 Minuten gespielt, das ist Kevin Heinz mit sehr viel Platz. Flanke vorbei an Sven Selentin auf den Kopf von Jonas Amberg, der sich nach der Aktion womöglich am rechten Knie verletzt hat. Für ihn geht es nicht mehr weiter. Linus Wimmer wird eingewechselt. Dann ist Halbzeit. Für euch die Gelegenheit, ein Abo dazulassen und die großartige Glocke zu betätigen. Die sorgt dafür, dass ihr keine Highlights mehr verpasst. Alles besser machen und sich irgendwie durch den Defensivbeton der Gäste meißeln, ist die Trierer Marschroute in der zweiten Hälfte. Gutes Werkzeug dazu ist ein Elfmeter. Den gibt es nach dem Schutzer von Kilian Staroscik an Sven König. Im Tor der Gäste übrigens Joshua Blankenburg, der nach dem 2:0-Sieg gegen Gonsenheim für David Schwingel kam. Kinscher gegen Blankenburg. Kinscher rutscht weg und ist in einer Reihe mit Philipp Lahm und Xabi Alonso. Da werden Erinnerungen wach. Pokalhalbfinale 2015, Bayern gegen Dortmund und die Bayern mit zwei ähnlichen Fehlschüssen. 51. Das ist Jason Armand Kaluanga Bwanga. Wimmer, König, Brandscheid, Ausgleich! Hier oben sagen wir, dreimal ist Bremer recht, dreimal ist heute auch Trierer recht. Sechster Treffer für Jan Brandscheid, alles wieder offen in dieser Partie. Den Ball trägt der Schütze höchstpersönlich zum Kreis. Weitermachen, das Signal an die Mannschaft. Vorausgegangen die Parade von Blankenburg und Brandscheid ballert die Kugel ins Tor. Dieser Schuss sinnbildlich für die furiose Energie, mit der Trier jetzt aufspielt. Steven Simon trifft den eigenen Mann. Kinscher steht richtig und beschert seiner Mannschaft die Führung. Nur 4 Minuten nach dem 1:1, der verrutschte Elfmeter wie weggewischt. Klare Sache, kein Abseits von Kinscher, mit der Brust angenommen und dann ins lange Eck damit. Achtung, es bleibt dynamisch. Sven König vorbei am Keeper, 3:1, abnormal. Keine 3 Minuten vergangen seit dem letzten Treffer. Alle 3 Tore in nur 7 Minuten. Keine Ahnung, welchen Presslufthammer sie da bestellt haben. Aber der Beton in der Wiesbacher Abwehr zerlegt in weniger als 10 Minuten. König mit aller Zeit der Welt. Sie lassen ihn in aller Ruhe Maß nehmen. Das Moselstadion, ein Kessel voller Freude über diese 3 Blitztore. Eintracht Trier will mehr. Kinscher gegen Selentin. Kinscher! Viel hat da nicht gefehlt. Dominik Kinscher zusammen mit Brandscheid, die meisten Einsätze in dieser Saison. Trier, wie am All-You-Can-Eat-Buffet, sie werden einfach nicht satt und versuchen es immer wieder mit König. Blankenburg verhindert das 4. Nachschuss Brandscheid und wieder Blankenburg. 34 Einsätze hat er auf dem Konto, der 24-Jährige. Wir stellen euch Dennis Wieschorlek vor, der sich dank Matthias Mattig auszeichnen kann.
Die Gäste mit dieser Chance knapp an der Ergebniskosmetikabteilung vorbei. Den Weg dorthin kennen die Trierer heute ein wenig besser. Kein Abseits vom eingewechselten Dylan Esmel, aber eben auch kein Tor. Der Winterneuzugang von Rot-Weiß Koblenz, 10. Spiel für Esmel. Es gibt nochmal Eckball, der direkt in die Hände von Blankenburg geht. Das ist dann auch der Schlusspunkt in diesem Spiel. Eintracht Trier gewinnt völlig verdient mit 3:1. Parallel besiegt Wormatia Worms den SV Gonsenheim mit 3:0. Daraus entsteht folgende Konstellation. Worms steigt direkt in die Regionalliga auf und krönt sich zum Meister. Die punktgleichen Trierer sind herzlich zur Aufstiegsrunde eingeladen und pokern gemeinsam mit den Stuttgarter Kickers und dem Eintracht Stadt Allendorf um den Aufstieg. Einziges Steinchen, der das Konstrukt umwerfen und den Platz 1 mit Platz 2 tauschen könnte, der Rückzug vom SV Röchling-Völkling aus der Liga. Der Umgang des Fußballregionalverbandes Südwest wurde in Trier nicht begrüßt. Der SVE möchte klagen, macht sich aber nicht allzu große Hoffnungen. Ach, ich habe da wenig Hoffnung, weil der Verband uns einfach in den letzten Jahren in solchen Entscheidungen wenig bis gar nicht geholfen hat. Es zeigt einfach, dass bis dato auch nichts passiert ist. Ich habe da keine großen Hoffnungen. Ich habe ganze Energie in das heutige Spiel, in unsere Mannschaft investiert und wollten schauen, dass wir unsere Spiele einfach gewinnen. Und das haben wir gemacht und alles andere liegt nicht in unserer Hand. Was aber in Trierer Händen liegt, ist die Gestaltung des Fußballs im sportlichen Sinne. Die Aufstiegsrunde beginnt in wenigen Tagen.